Diese Vorwürfe versetzen die sonst so gesittete Schachwelt in helle Aufregung. Angestoßen hat sie der beste Schachspieler auf dem Globus, Weltmeister Magnus Carlsen. Am Sonntag sorgt der Norweger für einen Paukenschlag. Nach seiner Niederlage gegen den Amerikaner Hans Niemann beim Sinkefield Cup in St. Louis zog sich Carlsen vorzeitig vom Turnier zurück. In seiner gesamten Karriere hatte er das noch nie getan. Schuld daran sollen, man kann es kaum glauben, Analperlen sein. Die unfassbare Theorie der Schachkonkurrenten. Niemand könnte sich eines der Sextoys eingeführt haben und möglicherweise von einem Helfer Vibrationen per Fernsteuerung empfangen haben. Außer einmal mit 12 Jahren habe ich nie bei einem offiziellen Turnier mit Preisgeld betrogen. Ich komme gerne zum Spiel und ziehe mich komplett aus. Was auch immer ihr für einen Fairplay-Check machen wollt, es ist mir egal, weil ich sauber bin.